Diesmal versuche ich es jetzt mit einem Live-Kommentar. Draußen ist es, glaube ich, gerade 38 Grad. In einer Stunde fährt mein Bus. Es geht nach Berlin. BerlinCon, ich komme und spiele ich erstmal. Genau, und du wartest. Bist du auch noch mit? Komm mal mit, komm mal her. Komm mal. Josefine muss leider zu Hause bleiben. Guck mal, Mama filmt gerade. Bin aber am Montag wieder da. Ne? Ja. Und dann wissen wir, was Spiel des Jahres wird. Ja. Willst du nochmal Tschüss sagen? Tschüss. Tschüss. Da jetzt rein, ne? Da wo der Typ war raus. Ach da, ich dachte, das wäre hier vorne. Morgen. Morgen. Morgen ist Dienstag. Und synchronisiert, improvisiert. Die Kamera liegt gerade auf einem Akkordeon. Gehalten mit einem Bretterwisser-Pin. Wir wollten eigentlich gestern Abend noch ein Video machen, ein bisschen Eindrücke von der BerlinCon. Die korrekte Formulierung ist, du wolltest noch ein Video machen. Ich bin nicht so der Videomensch. Ja, ich will ja dieses Tagebuch ein bisschen machen. Ja, ist okay. Ist okay. Und das machen wir jetzt einfach heute Morgen. Genau. Kurz, es ist, keine Ahnung, 8:30. Viertel nach acht. 8:45, um berlinerisch zu sagen. Ja, es hat lange gedauert, bis ich das irgendwann mal verstanden habe. Ja, wir waren gestern auf der BerlinCon von Hunter und Kron. Hat mir sehr gefallen. Hat dir sehr gefallen? Fand ich super. Bisschen warm, ne? Dafür können die Jungs nichts. Durchgehendes Thema. Wir hatten auch im Auto noch mal gestern schon drüber gesprochen. Ich hatte gesagt, dass man die Organisation nicht bemerkt hat. Genau, das ist positiv groß, gemeint. Glaube ich, ein großes Lob, ne? Das waren wirklich viele Helfer vor Ort. Es wurde alles reibungslos arrangiert. Es war allen immer sofort klar, okay, an welchem Tisch gehört wer was wie ran. Die Turniere liefen flüssig. Das wurde hervorragend organisiert von dem Herrn, der das da gemacht hat. Die Ausleihe, hast du die ausprobiert? Die Ausleihe habe ich selber nicht ausprobiert, aber ich hatte das Gefühl, das hat bei allen funktioniert. Da waren mindestens zwei, drei Helfer immer an der Ausleihe, die dafür gesorgt haben, dass man was bekommen hat. Die haben auch Empfehlungen gegeben für Leute, die gesagt haben, ja, ich weiß nicht, was ich will. Das war in allen Belangen eigentlich total genial. Das Einzige, was jetzt noch gefehlt hätte, wären mehr Leute noch. Ja, du hast ja gesagt, Samstag war es ein bisschen voller. Samstag war es voller, ich schieb das auch mal ein bisschen aufs Wetter, dass das Laufpublikum dann einfach nicht... Das ist richtig, also bei 36 Grad will natürlich keine Sau irgendwo sitzen und spielen, sondern die wollen ans in Freibad. Überfülltes Freibad, wie wir gestern gehört haben. Ins überfüllte Freibad oder irgendwo anders, wo man planschen kann oder gar nicht aus dem Haus raus. Das kann ich alles nachvollziehen. Vielleicht wäre bei 26 Grad oder vielleicht auch bei 20 Grad das Ganze nicht ganz so... aber das war trotzdem voll. Also es waren echt viele Leute da. Der Samstag war, also ich glaube, viel mehr hätte man nicht reinkriegen können. Also die Location war genau die richtige von der Größe her. Mhm. Wird nächstes Jahr wahrscheinlich nicht dieselbe, sondern wird eine größere. Echt? Ja, die wollen ja wachsen. Also die wollen das, also das war dieses Jahr nicht perfekt von der ganzen Planung im Sinne von, sie haben etwas relativ spät angefangen. Ja, Schipp hat er gesagt, ja. Genau, und jetzt fangen sie halt schon an für die Planung für nächstes Jahr und mit einem Jahr Vorlauf kann man so viel mehr auf die Beine stellen. Das wird nächstes Jahr definitiv nochmal besser. Geht zur BerlinCon. Geht zur BerlinCon. Plan ist, wir wollen das mindestens langfristig so groß kriegen wie Herne oder Bremen. Okay. Also ich traue den Jungs zu, dass sie das hinkriegen. Ja, Berlin ist ja auch
der Johannes hat auch gesagt, ja, die Berliner kriegt man irgendwie nicht ran, sondern es kommen die Leute aus Essen, aus Frankfurt, hatte ich welche kennengelernt. Die Erfahrung habe ich aber auch schon vor 10 Jahren gemacht. Das ist so, ein Berliner hat gar kein Problem, mal kurz nach Hannover zu fahren oder nach München zu fliegen, weil das kostet ja auch nicht viel. Aber innerhalb Berlins, das ist so eine ewig lange Strecke, also das kann ich alles nachvollziehen, aber es ist mir scheißegal, die sollen gefälscht kommen. Und an der Stelle, Jungs vom Alibaba, Jungs vom Panke-Spieler, Jungs aus Kreuzberg da unten, kommt bitte auch. Es gibt keinen Grund, warum ihr nicht kommt. Es ist keine Konkurrenzveranstaltung, das ist eine Veranstaltung für ganz Berlin. Ihr könnt dort auch Werbung machen für euren Spieltreff. Ja, es hing da auch Werbung für Spieltreff, da hatte ich gesehen. Also es hing da irgendwie einer. Ja, also es kam halt, Leute hatten mir einer Helfer erzählt, die haben gesagt, wir suchen Spieltreffs und er konnte ihnen zwar von euch erzählen, aber ihr wart nicht da, ihr konntet euch nicht selber bewerben. Es geht wirklich nicht darum, euch irgendwie Leute wegzunehmen oder eure Veranstaltungen klein zu machen, sondern ganz im Gegenteil, etwas auf die Beine zu stellen, was uns allen in Berlin hilft. Und da hilft es am meisten, wenn wir alle am selben Strand ziehen. Ja. Gut, jetzt geht's gleich zum Spiel des Jahres rüber. Jetzt Matthias, geht's gleich, ja. Ich möchte jetzt trotzdem nochmal einen heißen Tipp. Auch wenn das Video natürlich online kommt, ist der heiße Tipp wahrscheinlich schon wieder längst passé. Das letzte. Aber oder wollen wir es lassen? In der Sendung hatte ich gesagt, Colt Express und Broom Service. Bei der Redaktionstippspiel habe ich aber auch so. The Game und Orléans getippt. Also beim Roten kann es echt alles werden. Ich glaube, es ist dieses Jahr sehr hochwertig und sehr ausgeglichen. Okay, und beim Anthrazit lassen wir uns überraschen. Elysium fällt ein bisschen raus. Also wir haben auch auf der BerlinCon gesehen, dass viel Broom Service gespielt wurde. Ja. Also hatte ich so das Gefühl. Broom Service habe ich jedenfalls auf mehreren Tischen gesehen. Der Andreas Pelikan war ja auch vor Ort. Total sympathischer Junge. Orléans habe ich jetzt nicht auf den Tischen gesehen. Obwohl der Clemens vor Ort war. Auch total sympathischer Junge. Elysium habe ich aber auch nicht auf den Tischen gesehen. Also ich weiß jetzt nicht, ob man das als irgendein Kennzeichen nehmen kann. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, Colt Express habe ich auch auf keinem Tisch gesehen. Ich hatte trotzdem noch Chancen. Machikoro hast du ein bisschen gesehen. Machikoro habe ich auch endlich. Der war ja auch im Machikoro-Turnier. Das war voll. Das war echt voll. Das war cool. Die haben mit ein bisschen veränderten Regeln gespielt. Die haben nur mit 3 von den 4 Gebäuden gespielt, die man bauen muss. Dadurch ist das Spiel natürlich schon mal ein bisschen schneller. Ich glaube, der Freizeitpark ist rausgefallen. Und das hat dem, glaube ich, gut getan. Also das lief sehr flüssig. Waren auch alle sehr gut drauf da. Und wir lassen uns überraschen, würde ich sagen. Wir lassen uns überraschen. Mal gucken, was wir da noch produzieren. Ob ich da noch was produziere, ein Video. Vor Ort bestimmt. Ein paar Fotos machen und sowas. Genau. Wir sehen uns dann. Tschüss. Das Kinderspiel des Jahres 2015 heißt Broom Service. Das Spiel des Jahres 2015 heißt Colt Express. Matthias, wir sind gerade aus dem Kempinski raus. Ja, morgen. Machen jetzt mal. Oh, jetzt werden wir hier gleich überfahren. Berliner Straßenverkehr. Ja, oder wollen wir anhalten kurz? Aua. Wir können auch kurz anhalten. Sonst laufe ich hier noch gegen mehr Autos. Die Sonne. Ja.
genießen. Ja, hier ist gut, im Schatten. Ja, jetzt bin ich ja nur nicht vor der Kamera, yeah. Ich weiß nicht, ob es so geht. Wird schon gehen. Kempinski Hotel, spielt das Jahresverleihung. Wir hören mal kurz auf das Kempinski. Das ist nicht wirklich schön. Das ist unwichtig, ja. Ja, war eine gute Verleihung. Ich habe mit meinen Tipps in der Sendung damals im Mai richtig gelegen. Ich habe aber auch einen guten, ja, mit der 2 genannt. Zählt nicht. Mein Herz hätte trotzdem gerne The Game natürlich. Ich hätte auch gerne The Game gesehen. Wir haben ein paar Interviews aufgenommen. Genau, wir haben Interviews aufgenommen. Hört ihr euch an? Steffen Bendorf ist dabei. Alexander Pfister. Oh, ich krieg die Namen mal. Andreas Pelikan, genau. Clemens Franz war dabei. Und Tom Felber. Und Tom Felber, genau, Stargast. Die Aufnahmen, wir hoffen, dass es gut ist, da gab es ja doch ordentlich Hintergrundgeräusche. Ja, wir müssen mal gucken, ob da muss Audacity, nee, Auphonic muss ein bisschen arbeiten. Audacity macht er. Erst Audacity, dann Auphonic. Muss auf jeden Fall ein bisschen arbeiten, aber wir hoffen, dass ihr es euch trotzdem anhört. Genau. Ja, auf den nächsten Jahrgang, würde ich sagen. Ne? Auf den nächsten Jahrgang. Alles klar. So, tschüss. Tschüss. Danke an alle Patreone. Durch eure Unterstützung ist dieser Trip möglich gewesen und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat.